Da sind wir wieder, meine lieben Freunde. Oh, der rote Wolf hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht. Wir sind unterwegs in die Shannon-Mündung, um da mit einem Baum zu reden. Weil Talarian das gerne möchte. So tief sind wir gesunken. Also, das ist doch nicht tief, das ist erhöht. Wir sind erhöht worden, weil wir jetzt schon die Bäume verstehen können. Natürlich nicht alle von uns, ja? Sondern eher die Druiden. Kennt ihr dieses Video, wo die Leute da im Wald sitzen und dann total den Zusammenbruch kriegen und um die Bäume trauern und heulen und schreien? Das schon mal gesehen? Nein. Nein. Okay. Ich erinnere mich nur an Herr der Ringe. Ja, genau. Denk da mal an Baumbart zum Beispiel in Fangorn, was ja im Grunde genommen nur ein anderer Name dafür ist. Oder denk mal an seine Hordis. Das heißt also die, die schon so ein bisschen verrückt geworden waren und die dann doch ordentlich Kraft noch in den Mauken hatten. Und dann weil in sie keine der S-Bahn mit Ents Essen waren. Geworfen haben. Genau. Ne, die haben Orks gegessen. Das war ihr Essen. Geworfen haben sie die nicht, denn da kam nichts mehr raus. Das ist doch in Ordnung. Ich finde, Orks darf man essen. Ja, das fand ich dann auch. Also ich erwarte nicht, dass sie besonders gut schmecken würden. Musst du Gollum fragen. Ja. Also ich glaube, wenn man Gollum fragt, dann ist Ork besser als Fisch und Hobbit ist besser als Ork. Nein. Ganz im Gegenteil. Wie hast du denn zugehört, gelesen oder sonst was? Fisch ist toll. Und Orks schmecken nicht toll. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil Fische sind ja viel leichter zu fangen. Na, überleg doch mal. Als er den Fisch gefangen hat, fand er toll. Hat er sich gefreut. Heute gibt's frischen Fisch auf den Tisch. Hat er gesungen. Ja. Und dann hat er mit sich selbst geredet über die Spinne, die Hobbits fressen sollte, die sich über Hobbits fressen freuen würde, weil sonst kriegt er immer nur stinkende Orks und man kann nicht gerade sagen, dass diese schmecken. Nein, das kann man wirklich nicht. So der Wortlaut. Oh. Aber warum hätte Gollum dann überhaupt Orks gegessen? Das habe ich mich auch gefragt, eine Antwort drauf gefunden. Vielleicht weiß es ja irgendjemand da draußen in der Welt. Er hat die Orks doch gegessen, weil er in den dunklen Höhlen manchmal nichts anderes hatte. Aber das in diesem einen Teich. Ja, aber in diesem einen Teich hat er ja vielleicht nicht jeden Tag einen Fisch gekriegt. Aber wenn die Orks da umhergestreift sind und er sich sowieso schon gegen Ork-Entdeckung gewehrt hatte und einen getötet hatte, dann hat er den doch auch gegessen. Also die Orks sind viel gefährlicher und also jetzt mag sein, dass man nicht jeden Tag einen Fisch fängt, aber es ist ja trotzdem einfacher zu versuchen, einen Fisch zu fangen als einen Ork. Aber, könnte es recht einleuchten, was sie gesagt hat. So, also Orks im Film der Hobbit, erste Szene, wo Gollum auftritt, sagt er, Orks ist besser als immer nur Fisch. Ich habe mir die Szene gerade angeguckt. Ah, okay. Damit ist aber er sagte besser als immer nur, also ist Fisch generell wahrscheinlich besser. Aus also der Hobbit, ne? Fisch ist insgesamt besser, aber Ork ist eine gute Abwechslung. Das ist das Statement. Ihr müsstet irgendwo in die Silberminenberge, ne? Weil die sind hier. Ja. Ja, wusste ich doch gleich. Also bekannt vor. Können wir es vielleicht ein bisschen eingrenzen, wenn das auf dem Weg liegt? Können wir einfach dran... Da steht nichts. Da steht nur Cathbad. Wie heißt der? Ach, den kenne ich. Den kenne ich. Der steht in Hoth. Oh, das ist ja easy. Glaube ich zum... Also da steht auf jeden Fall, steht da so eine Luri rum. Und die schwärmt total für Cathbad. Mhm. Ich meine, er wäre der entweder der Anführer da vom Hoth oder auf jeden Fall einer, die beim Anführer da in der Hütte mit drin stehen. Da ist doch oben auf dem Berg auch noch so eine Hütte mit dem Typen, ne? Genau, die gibt's auch noch, aber ich meine, das wäre er nicht. Nee, das war so eine Quest, aber ich meine, da müsste man zweimal hin, aber vielleicht vertue ich mich auch. Doch, ich glaube, da musste man zweimal hin. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das für eine Quest war. War das eine Quest für Crafting-Werkzeug? Nein, gab's doch denn sowas. Da habe ich mich nie drum gekümmert. Also dann schon eher eine andere Questart.
So, dann gucken wir mal hier. Der ist, glaube ich, hier irgendwo drin. Wo ist eine Tür? Hat jemand Bedarf zu verkaufen? Dann sollten wir das vielleicht auch machen, ne? Da ist er, da ist er. Sehr schön. Ah. Da draußen stand irgendwo, stand da so, hier glaube ich. Oder war das eine Elfe? Nee, das war, das war eine Luri. Aber die steht hier gar nicht. Haben sie die vergessen einzubauen? Skandal. Ah, ich habe ein Medaillon bekommen. Ich gehe auch mal eben verkaufen. Ein Medaillon, GZ, was denn für eins? Was für abgehacktes Ohr. Ja, Ich sagte, warte. Stärke Konzi, perfekt. Wow. Schön, schön. So, Vergangs Botschaft. Und gleich noch. 4 Punkte, 3 Punkte, doch, das ist ja richtig was schon, ja. So, Treffen an der Haustür. Die stand hier und wenn man die wegen irgendwas angequatscht hatte, dann hat die irgendwas erzählt von Cuthbert. Cuthbert. Dann erinnere ich mich. So, ihr habt die Geschichte hier erledigt. Wir können weiter. Sekunde. Warte mal, lass mich mal schauen. Ja, bei mir ist, glaube ich, alles alle. Danke. Also Step 4 steht bei dir jetzt. Nee. Ist vorbei. Ist vorbei. Ist ganz weg. Okay, dann ist die schon erledigt. Sehr schön. Unsere wird dann wahrscheinlich bei Fagan erledigt sein, in MacMell. Mhm. Ich habe jedenfalls schon Halsband gekriegt. Brause? Achso, ich dachte, der wäre schon dran. Kevin! Kevin? Achso, Brause allein zu Haus. Brause allein Host. Den Namen auszusprechen, das ist auch immer irgendwie sehr interessant. Hofft. Das heißt jetzt Hofft. Hofster. Das heißt ja auch Gehöft, ne? Also da kommt das bestimmt her. Ganz bestimmt. Sollen wir wieder Baumstammhüpfen machen? Yeah! Alle haben es geschafft, hurra! So, und ich meine, wenn man jetzt diesem Weg hier folgt, dann kommt man an so einem alten Baum vorbei. Und der war irgendwie mit der Quest, hatte der was zu tun. Ob jetzt aber bei dieser Quest, bei diesem Step oder irgendwann später, das weiß ich nicht. Ja, ein auffälliger Baum sollte es schon sein, wenn es einfach nur Baum heißt. Bei mir vom Haus steht eine riesige Platane. Vielleicht ist er das. Ansonsten habe ich auch noch eine andere Idee. Brause, erinnerst du dich, dass wir eine Quest hatten? Da mussten wir auch zu so einem Baum und dann war da so ein, ich weiß nicht, Bote, der die Siabra beobachtet hat. Oder war das selber ein Siabra-Bote oder so? Habe ich vergessen, mir aufzuschreiben. Die waren ein bisschen weiter da im Osten. Ich vergesse. Nein, ich weiß es noch genau. Es war Folge 497. Ja, bestimmt. Oh, von der Seite betrachtet sind wir doch schon ein richtig schönes Trüppchen. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind voll... Folge 497, da war schon der Kleine mit dabei. Ich glaube nicht, Tim. Dann 400 und drei Folgen eher. 96,5 und ein ganz klein bisschen. Das ja, bei 13 Minuten ungefähr. Tada, dann kannst du das wahrheitsgemäß überprüfen. Ich kurz hier nur. Verstehe. So, da vorne ist jetzt der Baum. Hier sind ganz viele Bäume. Ja, aber das ist der eine, den ich gedacht habe. Es sind zwei oder so oder drei, ich weiß nicht. Oder elf. Rolf.
witzig. Ich meine, das ist jetzt sehr vage, das Ganze, aber ich wüsste auch sonst nicht, wie man... Ach, guck mal. Gut gemacht, lieber Deutran. Warum, es ist echt die Frage, warum erinnert man sich an sowas? Weil du damals noch jung warst. Na, so jung auch wieder nicht. Ich muss jetzt nach Conla. Oh cool, ich kann ihn auf die casten. Tust Hallo, die hat uns nicht umgebracht, lass uns in Ruhe. Gemetzt. wie viel Gold gibst du mir, wenn ich deinen Quest-NPC nicht umbringe? Diese Rattenboys stehen hier aber wirklich Spalier, wa? Mhm. Das ist ja auch eine Rattenboy-Gang. Red Boy, das ist eine wenig bekannte Boygroup aus den späten 90ern. Ich sah gestern ein Tier beschrieben, das heißt Honigdachs. Ja, so Honey Badger. Also ja. Was Aggressives hast du ja noch nicht gesehen. Doch, kleine Teufel sind das. Honey aber Badger tatsächlich, ja. What it needs. Aber du, da macht auch mal ein größerer Bär Reis aus von. Ja, aber ganz bestimmt. Pussys. Ich würde es mit so einem aufnehmen. Zum Beispiel absorbiert der das ganze Schlangengift, also greift er alle Schlangen an, interessiert ihn nicht. Wenn es dann wirklich mal was Gefährliches war, wie eine Kobra, dann beißt er ihr doch den Kopf ab, sinkt dann um mit dem Gift, ja, so im Körper. Nach 2 Stunden regt er sich wieder, schüttelt sich und frisst weiter. Ja. Mach ich auch immer so. Das fand ich schon beeindruckend. Wenn es Spaghetti gibt, dann kann ich mich nicht halten, esse so viel, bis ich quasi in Koma falle. Nach 2 Stunden wache ich wieder auf, schüttel mich und esse weiter. Das kenne ich nur mit Trinken hier von Kumpels und so. Ich würde sowas natürlich nie tun. So, in welcher Hütte das ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wo wir schon mal hier sind, ich habe immer noch die Quest... Conlas Fever, collect 2 bits of mud from 2 mudmen. Können wir vielleicht hier mal eben so einen Mudman, Wenn der grau ist, droppt er nichts. Ich weiß nicht, weil das ein Quest-Item ist, droppt er das vielleicht trotzdem. Die Klappen kommen, zack, hier. Oh ja, ich hab die auch noch. Ja, und? Bisher noch nicht. Das ist halt auch nur so eine, was weiß ich, 1 zu 5 Chance oder so, dass der sowas droppt. Deswegen müssen wir jetzt ein paar von denen killen. Von denen es hier auch so viele gibt. Unten am Strand gibt es, glaube ich, mehr, ne? Ich glaube, das sind Sandmen. Sandmen sind das. Nee, da gibt es auch ein paar Mudmen dazu. Mr. Ne? Sandman. Also nicht hierher, sondern die anderen. Ah, interessant. Ich meinte nämlich der Strand des Flusses. Ja, da stehen meiner Meinung nach immer die Sandmen. Die Mudmen, die stehen mehr so hier. Ich glaube, da hat er recht, hat er. Ja. Ich glaube, er hat recht. Ich meine, wir müssen ja jetzt hier nicht stundenlang die suchen. Wenn jetzt in 2 Minuten keiner auftauchen, machen wir die Quest halt ein andermal. Aber wir kommen da wieder. Ist doch einer, da ist doch einer. Hier ist einer. Komm, Brause. Töte ihn, töte ihn. Ich verwirre ihn. Das hat ihn sehr verwirrt. Leider nichts gedroppt, ne? Nö. Doch, ich habe ein Bit auf Matt-Tablet, habe ich. Ah, siehst du wohl. Siehst du wohl, das geht doch. Also mein NPC ist hier nicht. Weißt du, wie heißt der Name, ne? Lukan. Kann sein, dass Lukan da drüben am anderen Ufer steht, bei den Weiden. Oder schlimm nee, das ist bei den Weiden, das ist Kiran oder wieder. Ah, okay. Aber auch, ich gehe jetzt hier in den... Ich gehe jetzt auch nochmal durch die... Genau, am Turm kann sein oder an der Brücke, da stehen merkwürdigerweise auch irgendwelche Leute. Soll ich rüber und mal gucken? Also ich würde jetzt zum Turm gehen, du kannst ja mal zur Brücke gehen. Gut, dann... Und ich mache hier mit Brause weiter die Leute. Ja.
Ich bin jetzt in Nummer 4, aber das wird auf das gleiche hinauslaufen. Umhauen und irgendwas kriegen, ne? Ah, 3 Stück. Ich hab hier auch einen Madman, wie ich gesagt habe. Immer drauf, immer drauf. Am Fußufer. Ich weiß nicht, ob ich die dann kriege, ob ich das dann kriege. Aber hier sind wirklich mehrere Madmen. Ja, ich weiß es auch nicht. Einfach probieren. Vielleicht landet es einfach auch bei irgendwem im Inventar. Irgendjemand, okay, der in der Gruppe ist. Kann ich den ja auch mal hier ein bisschen platt machen noch. So, ich habe genau 0 bisher. Wahrscheinlich müsst ihr die selber machen. Also von mir habt ihr gerade auch nichts gekriegt und ich habe auch nichts gekriegt, also. Ich muss ja auch jetzt Sandmänner umhauen. Da ist Crystal-Schneck. Ja, dem lassen wir das, ne? Ja, dem lassen wir das. Also ihr solltet selber hier ans Ufer kommen. Von mir kriegt ihr hier nichts. Aber wir haben doch hier unsere eigenen Sandmänner. Haben wir zwar gerade aufgebraucht, aber die kommen sicher gleich wieder. Ja. Wichtiger ist ja, dass der Quest-NPC gefunden wird. Aber am Türmchen. Ich kann ja mal. Auch vermutet. Lukan, ne? Mal schon mal einen Sandmann holen. Oh, mal einen Sandmann. Hm. Tja, Taler. Und da steht Conla und nicht Connacht. Conla. Was sagtest du, wie der heißt? Lukan. Lukan. Lukan, Lukan. Nein, der auf der Brücke ist es auch. Das ist Willen. Das ist ein Geist. Das sieht nach Connacht aus. Nähere Muritoms. Nein, das ist ein Conla. Speak to Sire's guardian about breaking your tether. He resides across the Astaria from Conla. His name is Lucan. Across a what? Across the Astaria. Was ist das, sorry? Mündung. Bucht. Dort also auf der anderen Seite der Mündung, habe ich doch gesagt. Da müssen wir jetzt einfach alle über den Fluss. Ah, da. Ja, erstmal müssen wir uns alle wieder treffen, ne? Und. Brause, du mach da mal weiter, kill da mal matt Leute, während ja, wir den. Ich hab genug, ich muss den Tiger an, muss ich suchen. Achso, das ist der, ist Tiger das der ist Heiler in der untersten hier. Hütte. Nein, in der rechtesten. In der östlichsten Hütte. Und Timo? Südlich. Östlich vom Boot warte ich jetzt auf euch. Warum müssen wir nicht eher westlich davon? Ich weiß nicht, wo wir drüber gehen. Okay, dann komme ich jetzt einfach so zu dir. Ich sehe dich ja da. Ich meine, wir müssen da bei der Käferinsel irgendwo rüber. Okay, weil da unten waren auch Madmen, deswegen dachte ich, wäre das vielleicht noch die Gelegenheit. Du schwimmst schon rüber, ohne ja. Auf das zu warten, hat dann okay. Ja, wir müssen ihn doch finden, da hat es doch keinen Sinn, wenn wir jetzt alle aneinander gestickt sind, sondern wir müssen uns aufteilen und ihn finden. Mhm. Der steht bestimmt da oben im Wald rum. Ach, guck mal hier, manche von den Käfern haben immer noch Farbe. Ja, insgesamt als Spot war es ja nicht schlecht, aber es ist schon irgendwie ja, einseitiger Spot gewesen. Da ist er. Genau, wo ich gesagt habe. Na, guck an. Sehen auch. Also Talarian zur Käferinsel und dann rüberschwimmen. Wir sind schon auf dem Weg. Und wenn ich mich richtig entsinne, schickt der uns dann nach Norden irgendwelche Typen killen.
Ist das nicht ein Böser? Kann man den ancasten? Ja, den kann man ancasten. Ich caste ihn jetzt mal nicht an, damit ich nicht irgendwie die Quest verhindere. Und wir dann 3 Stunden auf Respawn warten müssen oder so. Der ist bestimmt nur nachts da, so geistig durchscheint, wie er ist. Auf welcher von den beiden Inseln seid ihr denn? Auf gar keiner. Wir sind an den Inseln über die Mündung geschwommen. Also und seid jetzt auf der anderen Seite? Genau. Lohnt sich das für mich rüberzukommen oder? Ja, komm mal rüber, weil ich glaube, ja, wir müssen von hier aus auf dieser Seite weiter. Wir hoffen, dass hier nichts Böses im Wasser ist. Quest haben wir vor gar nicht so langer Zeit mal gemacht. Siehst du das da hinten? Dann sind wir etwas weiter rechts. Ja. Ja, also wir müssen wieder zurück und die Alte umbringen. Welche Alte? Mit der ich gerade geredet habe. Am Baum? Jo. Ach so, okay, okay. Danke für den Tipp, dass ich hier eben rüberkomme. Ja, hat ja nichts, ne? Nein. Ist ja ein. Dann schwimmen wir jetzt hier wieder zurück. Ach, guck mal. Ja, schwimmen ist gesund, ne? Ach, ist das Wasser herrlich. Kommt rein, Kinder. Ah, ihr seid schon drin. Wenn es jetzt vor euch im Wasser ein bisschen wärmer wird, das ist eine Strömung, die ist so. Ich muss weg. Da einer reingepieselt, wa? Nein. Ah, ja, 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 ja. Das Ruhrgebiet ist fast so schlimm, wie auf einer Rolltreppe einen stehen lassen. Und dann ja, umdrehen und zu gucken, wo steht er gerade. Ja. Was ihr alle gemacht habt. Und der Wetterzug muss in Richtung der Rolltreppen sein, ne? Also die denk Rolltreppe mal lieber fährt an sowas Gefährliches wie Canyon durchqueren und so weiter. Ja, da verstehe ich jetzt die Anspielung überhaupt nicht. Ja, wenn du den Canyon durchquerst, dann hast du einen Neoprenanzug an, dann ist das manchmal sehr kalt, außer es wird zwischendurch warm. Hm, ja, das natürlich, das sollen hast du wohl viele machen. Hast du recht, hast du recht. Ich muss irgendwie wieder an den Honigdachs denken gerade. So, wo war denn jetzt, müssen wir hier schon rein? Nee, nee, das war weiter hinten. Heute haben wir uns ja auch wieder köstlich amüsiert über die Länder, die alle Second sein wollen. Ja, Hibernia Second, ne? Ja, genau, da müssen wir auch mal. Hibernia Second. We want to represent our country. It's the best in Europe. It's great. Totally great. As you can see, all the green and the rowdies and the red boys. Ich find's fantastisch, was die gemacht haben. Ein Naturalist? Was will er denn wohl werden? Wahrscheinlich nicht, Animist. Ja. So, Talarian, wir lassen dir den Spaß. Schick dein Pet zum Angriff. Das wird sowas von überhaupt nichts, ne? Ich finde, das wird lustig. Hast du nicht so einen Dot? Oder muss man dafür erst gut in Nature stecken? Klappt doch super! Zeit für etwas Verwirrung. Ach, zu spät. So! Und jetzt? Nö.
Take war a branch to Druid Brands at Dinegain in Shannon Estuary. Wo ist das denn schon wieder? Ja, das ist. Ist das der. Ich hab's akut nicht verstanden. Ja, also wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder zurück nach Conla und da zu einem Druiden. Aber ich weiß nicht, ob es Conla ist oder irgendwo anders in Shannon Mündung. Kannst du das nochmal langsam vorlesen? Huch, ich glaube, ich habe. Take the branch. A branch? Ein Ast oder was? Druid Torrent, nehme ich mal an. At Dinegain. Ich glaube, ich hatte so gerade so ein bisschen Leck. Da habe ich die Hälfte der Gruppe verloren. Ja, da werden wir wohl dahin gehen, ne? Rause, magst du auch sticken wieder? Hm? Hm? Sticken? Nicht? Und? Okay. Okay. Ich hab dich nicht verstanden. Ich wollte, dass du stickst. Oh, ja, kann ich machen. Es geht auch so, mal. Das ist kein Problem. Nein, ich kann auch sticken. Oh, eines Tages werden wir so schnell rennen wie dieses Pferd. Ah, nee. Ja. Auf Speed 6 werden wir nie haben. Doch, sicher, ich kann switchen. Aha, wir werden sehen, wie lange du das durchhältst. Ja, kein Problem. Wenn ich mir die Tastaturbelegung ein bisschen ändere, dann geht das easy. Ja. Sehe ich. Ja, ich habe noch die billigen Instrumente. Da geht das nicht besser. Aber trotzdem gut. Wir holen dir Trommeln von Yamaha und eine Fender. Das Beste vom Besten. Boom, 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 boom. Ja, wie heißt denn nochmal dieses Ding? Dieses sieht aus wie so ein Blechtopf mit ein paar Dellen. Aber klingt absolut cool. Du meinst hier diese Karibik-Dinger? Ja, also in die Richtung geht das auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wie so ein Schildkrötenpanzer sehen die aus. Ja, genau. Torrance oder so heißt der Typ, ne? Da habe ich auch mal Aufnahmen gesehen, das hat mich auch beeindruckt. So, da steht Torrance neben Philipp. Tja, Oder steht der vielleicht in Hoth? Das kann auch sein. Am Boot mal gucken, bitte. Guck gerade. Sieht nicht so aus. Ich glaube, der steht in Hoth. Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr bin ich mir fast sicher, ihn vorhin in Hoth gesehen zu haben. Nun denn, wohl an. Ihr seid ja schon wieder alle gestickt. Natürlich, du bist der Bade. Ist ja super. Du darfst später AFK sticken. Wie krass ihr auseinanderfächert, das ganze Dorf durchkämmt und an mir wieder stickt, ohne dass ich es merke. Ich könnte jetzt was sagen, aber ich lasse es. Hast du nicht diese Dampfwolken gesehen, diese Ninja-Bomben? Definitiv. Auf einmal waren wir da. Hier sind die Mattenmen, ne? Also nur so, wenn du mal einen haben wolltest. Ja, wenn ich mal das nächste Mal so zufällig in der Gegend bin, hole ich mir mal einen. Madagaskar. Ja. Das ist alt. Uralt. Kennt ihr eigentlich Pfennigbomben? Nee. Nee. Fiel mir gerade ein, wegen dieser Ninja-Bombe. Als ich noch jünger war, da wollte ich so eine Ninja-Bombe bauen. Also letztes Jahr? Genau. Hat mir ein Kumpel damals gezeigt, wie eine Pfennigbombe geht. Ihr kennt doch diese Pistolen mit diesen, diese Spielzeugpistolen mit den Plättchen. Oh. Einmal kenne ich die mit so Papierstreifen und einmal mit so Plastikdingern. Okay, die Papier. Ja, genau.
die Papierstreifen. Man nehme so einen Papierstreifen, Knalldingsbums, knickt die in der Mitte durch, von Anfang bis Ende, wirklich, dass jeder einzelne Punkt da drauf durchbrochen ist. Dann nimmst du einen Groschen oder so, keine Ahnung, irgendwas in der Größe, wickelst es komplett fest drumrum, nimmst einen Tesafilm, machst das fest drumrum, so bis du wirklich so ein kleines Päckchen hast, und voilà, du hast eine Pfennigbombe. Dann wirfst du das Ding auf den Boden und durch den Aufprall des Metalls auf den Boden macht es einmal laut Peng. Oh, super. Okay. Kinder, nicht nachmachen zu Hause. Wir sind alles ausgebildete Fachkräfte mit staatlicher Genehmigung. Ich bin Pyrotechniker. Pyromane oder so, ne? Genau. Genau. Ich bin Unfallchirurgin. Wie war das noch mit deinen Fingern? Ich putze hier nur. Ja, mit der rechten Hand, ne? Ihr Finger ist doch wieder wie neu. Gibt's das Zeug eigentlich überhaupt noch, dieses Knaller? Das ist bestimmt verboten heutzutage. Alles, was cool ist, verboten. Habe ich ewig nicht mehr gesehen. Genau, ich habe es nirgendwo mehr gesehen. Habe ich gesehen. Die Pistolen darfst du wahrscheinlich nicht mehr kaufen, weil böse. Und die Knalldinger, weil zu Ohren schädigen oder sowas. Ist bestimmt alles schon lange verboten. Man hat die doch immer mit dem Finger so schön zum Knallen bringen können. Ja, natürlich. Du konntest dann mit dem Fingernagel, Hallo, wie krass seid denn ihr? So einen Scheiß hätte ich nie gemacht. Ja, das war natürlich sehr... Ruhrgebietler, da kann man nichts machen. Wir sind halt so. Ja, deswegen sind wir auch so weltoffen. Ja, bei euch, da hat es ja öfter mal geknallt, wenn mal wieder einer über die Mauer klettern wollte. Sowas hatten wir hier nicht. Wir mussten uns die eigene Action machen. Ach, die haben wir hier jede Woche, wenn die hier irgendeine Bombe wiederfinden. Ja gut, das haben wir auch. Aber noch bei uns in der Stadt ist es ja deswegen so schön, weil die Stadt 100 Kilometer auseinandergezogen ist. Das ist das Schöne daran. Und da wissen sie dann nicht so richtig, wohin. Ja, deswegen haben sie die Bomben mal einfach auf alles geschmissen. Genau. Kompletter Bombenteppich rüber. Ja, das stimmt. Im Krieg war es nicht so lustig. Ja, haben wir doch letztens noch gehört, die Story. Welche? Hier von der Nachbarin von Rosa, die hat doch erzählt, dass sie ja immer irgendwie keine Angst hatte, irgendwie, dass sie das total egal gewesen wäre. Ja. Und dann irgendwann wäre quasi dann so ein Luftangriff direkt auf die Stadt und dann, danach hat es, glaube ich, nicht mehr. War sie zu Fuß unterwegs und konnte keinen Bunker erreichen und das war alles ganz schrecklich, ja. So oder Privatbunker im Garten, haben wir gehört. Oder Höhlen im angrenzenden Mittelgebirge. So, jetzt guck mal hier drin, ob der irgendwo hier steht, Herr Torrens. Ich suche nach Film. Der lädt bestimmt gerade Filme runter. Nee, hier ist aber nicht. Tja, Kann das sein, dass der außen irgendwo steht? Das gibt ja auch teilweise irgendwo so Baumhäuser-Dinger, wo manchmal auch irgendwelche Druiden drin wohnen. Vielleicht wohnt er da irgendwo. Das macht ihr mal Hoffnung. Warte, ich google den. Wir googeln jetzt mal eben, machen einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und Cut. Bye.